Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zum Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, erstmal sorry für das Ende der letzten Folge, wo ich abrupt abgebrochen habe, ein bisschen erregt und ja, beim Schneiden einfach mal den Abschnitt gequetscht habe, weil wir den jetzt einfach nochmal machen werden. Diesmal in Ruhe. Und alles durchgehen. Ja, aber ich habe einfach viel zu viel überzogen und die haben auch viel zu viel geredet. Also die wollten nicht zum Ende kommen. Mann, Mann. Ja, okay. Also, wir sind ja in Weißmark jetzt angekommen, haben ein paar Oger mit Kanonen verprügelt und sind jetzt ins Haus der Anführerin gegangen. Und jetzt setzen wir hier mal wieder ein. Du siehst eine Frau mittleren Alters und einen jüngeren Mann, die miteinander streiten. Beide tragen blutige und schmutzige Kleidung. Der junge Mann wendet sich zu der Frau um. Unter seinen Augen ist eine frische Platzwunde zu They've sehen. destroyed the stockade, Mother. It's. Sie haben die Palisade zerstört, Mutter. Es ist. Enough. They're gone. Genug. Sie sind verschwunden. Sie hält eine Hand hoch und der letzte. Hoch, an der das letzte Glied des Ringfingers fehlt. Aber es ist ihre Stimme scharf und kalt, die den jungen Mann verstummen lässt. Während er grimmig auf seine Zehen starrt, wendet sie sich dir zu. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen und ein steifes Grinsen auf den dünnen Lippen. Ah, die Heldin von Trutzbuch. Die Reise war gewiss lang. Well, I'm sure you wagered on a more civilized welcome. Still, we're much obliged for your capable intervention. Sie sagt mit langes dabei. Du hast vermutlich mit einer freundlicheren Begrüßung gerechnet, aber wir sind dir für deine fähige Hilfe dankbar. Sie wirft dem jungen Mann einen kurzen, aber strengen Blick zu. Er zieht ein Messer aus seinem Gürtel, nimmt einen Apfel aus seiner Tasche und macht sich ans Werk. Es gibt etwas zu tun, deswegen bin ich hier. Es ist eine Ehre, hergerufen zu werden. So ein idyllisches Örtchen. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht mehr Besucher habt. Nicht der Rede wert, ich bin hier, um zu helfen. Man hat mir gesagt, dass es mit Dürgans Batterie zu tun hat. Es ist mir eine Ehre, hergerufen zu That's fine of you to say so, though I'm hoping your strengths lie more with arms than words. Nett, dass du das sagst. Aber ich hoffe, dass deine Stärke eher im Umgang mit Waffen als mit Worten ist. Ich kann beides gut. Sie faltet die Karte schnell und gnadenlos zusammen. Stalwart isn't much more than a grease stain on a map. What roads we've got in the White March are basically tracks in the snow. And for every traitor or adventurer that comes through, three of our own leave for good. Stalwart ist kaum mehr als ein Fettfleck auf der Karte. Die wenigen Straßen, die hier, die wir in der Weißmark haben, sind kaum mehr als Spuren im Schnee. Und für jeden Händler oder Abenteurer, der sich hierher verwirrt, gehen drei unserer eigenen Leute für immer fort. But it weren't always so. There was a time when kings and queens sent their firstborn to these mountains, when the White March was the envy of empires. Aber das war nicht immer so. Es gab Zeiten, in denen König und Königin ihre Erstgeborenen in diese Berge schickten. Zeiten, in denen die Weißmark der Neid ganzer Reiche war. Ihre Augen leuchten und einen Augenblick lang sieht sie viel jünger aus. Ein ziemlich viel tiefer Fall. Was hat das mit mir zu tun? Das ist alles Vergangenheit. Was für eine Zeit das für Weißmark gewesen sein The muss. Pargrin Dwarves transformed the White March once. We could bring some of that greatness back to Stalwart. But we need the White Forge. Die Pargrun-Zwerge haben die Weißmark einst verwandelt. Wir könnten diesen Glanz zumindest teilweise zurück nach Stalwart holen, aber dazu brauchen wir die weiße Esse. Sie hebt die Karte und tippt auf den Punkt in der Mitte einer großen grau-weißen Fläche. Ich habe ein Schwert, das in der weißen Esse geschmiedet Then you'll wurde. want to keep a tight grip on it. No one's laid a hammer on the White Forge for over 200 years. Da solltest du gut darauf aufpassen. Seit über 200 Jahren hat niemand mehr einen Hammer auf die weiße Esse gelegt. Sie glittert die zerknitterte Karte. I'm hoping you can do something about that. Ich hoffe, dass du etwas dagegen unternehmen kannst. Sie ignoriert den jungen Mann, der kopfschüttelnd auf die knisternden Holzscheite blickt. Wie das? Ich an einer Esse arbeiten, das habe ich noch nie getan. Und warum sollte ich das tun? Nehme ich die I'm zwei. not asking you to work the White Forge. I want you to find it. Du sollst dich an der weißen Esse arbeiten, du sollst sie finden. We've been trying to breach Durgan's battery for over a year now. Problem is, the other expeditions can't so much as dent the front door.
Wir versuchen seit über einem Jahr in Dürgals Batterie zu gelangen. Nur gelingt es den anderen Expeditionen nicht einmal ein Kratzer in die Tür zu machen. Sie reibt sich die müden Augen. Erzähl mir von diesen anderen Expeditionen. Woher kommt dieses plötzliche Interesse an der Weißen Esse? Und deswegen braucht ihr meine Hilfe. Woher kommt dieses plötzliche Interesse an der Weißen Esse? Wir sind eine alte Mining-Town. Or we were until the Adirans pulled out and left us with a half-dug mineshaft and something resembling an inn. Wir sind eine alte Bergbaustadt. Oder waren es, bis die Edirer fort sind und uns mit einem halb gegrabenen Minenschacht oder so etwas ähnlichem wie einer Taverne zurückgelassen haben. Und so etwas ähnlichem wie einer Taverne. Sie klopft mit der Faust gegen die robuste Holzwand. Since then it's been a steady decline. You've seen the roads. Isn't much we can produce that the Valians can't ship cheaper. Seitdem geht es stetig bergab. Du hast ja die Straßen gesehen. Wir können kaum etwas herstellen, was die Valianer nicht billiger liefern können. Die Valianer. But the White Forge. Well, if we could fire it up again and start producing Durgan steel or something close to it, wouldn't matter if we're in the White March or the Living Lands, business would come. Aber die Weiße Esse, tja, wenn wir sie wieder in Gang bringen und Durganstahl herstellen könnten und etwas ähnliches, dann wäre es egal, ob wir in der Weißmark leben oder im Land der Lebenden. Der Handel würde kommen. Sie verschränkt die Arme und nickt dir steif zu. Der junge Mann sagt nichts, wirft aber ein Stück der Apfelschale in die Feuerstelle. Erzähl mir von diesen anderen Expeditionen. A dozen different groups have come through at our request, and several more besides. Been hoping that one of them could clear the way through Durgan's battery. Ein Dutzend verschiedene Gruppen sind auf unser Bitten gekommen und einige andere aus eigenem Antrieb. Wir hatten gehofft, dass es einer von ihnen gelingt, Durgans Batterie zugänglich zu machen. But young or old, green or seasoned, it don't seem to matter. They cast their spells, chisel at the door, and search the grounds until they've worn new treads into the old stone. Doch jung oder alt, Frischling oder alter Hase, oftmals ist es gleichgültig. Sie wirken ihre Zauber, hämmern gegen die Tür und suchen das Geländer, bis sie neue Wege in den alten Stein getrampelt haben. The lucky ones eventually go home. Plenty more find themselves on the wrong side of a blizzard or an ogre raiding party. Wer Glück hat, kommt irgendwann wieder nach Hause, aber die meisten werden von einem Schneesturm überrascht oder von Ogern. Und deswegen braucht ihr meine Hilfe. That's the long and short of it. We're laborers and fisherfolk, not adventurers. Renin gilt nicht. Das ist die Quintessenz. Wir sind Arbeiter und Fischer, keine Abenteurer. But Durgan Steel could put Stalwart on the map again. Open up the mines, bring in new business. We just need the White Forge. Aber Durganstahl könnte Stalwart wieder Bedeutung verleihen. Die Minen öffnen neuen Handel anlocken. Wir brauchen nur die Weiße Esse. Sie schlägt mit der Faust auf den Schreibtisch. Was macht Durganstahl so besonders? Because you can shave stone with it. Cleave cast iron in two, and the stuff's as rare as it is remarkable. Weil man Stein damit schneiden kann, Eisen in zwei hauen und weil das Zeug ebenso selten wie erstaunlich ist. Vor Begeisterung tritt Reding gehend auf der Stelle. Sie stützt einen Arm auf den anderen und deutet abwesend auf die Giebel des Hauses. Wenn man sich daraus eine Rüstung machen lässt, geben die Leute es bestimmt bald auf, einen erstechen zu wollen. If we could make something even half as good, we'd have a market at our doorstep and work enough for all of Stalwart. Wenn wir nur halb so guten Stahl herstellen könnten, hätten wir einen Markt direkt vor der Tür und genug Arbeit für ganz Stalwart. Einen Augenblick lang flackert ihr Blick zu Uldrick. Warum ist es noch niemandem gelungen, in Durgans Batterie zu gelangen? Where should I start? Ogres, blizzards or sheer damned inaccessibility? Wo soll ich anfangen? Bei den Ogern, den Schneestürmen oder der Unzugänglichkeit? Sie zählt die Liste an ihren Fingern ab. It ain't for lack of trying, I'll tell you that much. Got untold riches in Durgan steel lying just inside. And never mind the White Forge itself. Nicht, weil man es nicht versucht hätte. Ungeahnte Schätze aus Durganstahl schlummern darin, von der Weißen Esse selbst ganz abgesehen. The Adirans who first settled Stalwart tried to crack it. So did the Valians and every other cocky adventurer with more metal than sense. Die Dürer, die als erste Siedler nach Stalwart kamen, haben versucht, sie zu öffnen, genau wie die Valianer und jeder andere selbstbewusste Abenteurer mit mehr Mumm als Verstand. Sie verschränkt die Arme und blickt kopfschüttelnd auf die alten Dielen. But the place has a funny way of sealing itself up. Front door stays shut, the tower entrances are clogged with rubble, and it's been impossible to blast a way in. Aber das verfluchte Ding bleibt versiegelt, die Vordertür lässt sich nicht öffnen, die Turmeingänge sind durch Schutt blockiert und man kann sich nicht hineinspringen.
Redding geht verstummt und einen Augenblick lang hört man nur das Knistern und Knacken des Feuers. Was ist mit Durgans Batterie geschehen? It don't bear dwelling on. There's too many superstitions about that place as it is. Es lohnt sich nicht, darüber nachzudenken. Es reigt sich ohnehin schon zu viel Aberglaube um den Ort. Sie beschreibt mit all ihrer verkümmerten Hand einen großen Halbkreis und weicht einen Blick aus. Killed each other off. Or so the old books say. Sie haben sich gegenseitig getötet, sagen jedenfalls die alten Bücher. Er blickt Renegade zornig an. Plenty of tales to go around, but none of them open the battery. And the last thing people need is another reason to fear the place. Sie blickt ihn zornig an. Es gibt zahlreiche Geschichten, aber keine darüber, wie man die Batterie öffnet. Und die Leute brauchen ganz gewiss keinen weiteren Grund, sie zu fürchten. Die Gescheiterten haben eine Schwäche für Geistergeschichten, aber die Glafantaner nehmen die ihren sehr ernst. Whatever it was, the other Pargrin Dwarven settlements in the White March, Bonepicker, the Hawk and the rest, emptied out not long after, moved to gentler, greener lands. Was es auch war, die anderen Siedlungen der Parkgrundzwerge in der Weißmark wurden kurz darauf aufgegeben. Knochenbeißer, die Habichte, all die anderen. Die Zwerge sind in freundlichere grüne Lande umgesiedelt. Zwerge, die aus verschneiten Bergen umsiedeln, das ist aber sehr seltsam für mich. Okay. Had the right idea, if you ask me. Das einzig Richtige, wenn du mich fragst. Ich verstehe nicht, warum ihr die weiße Esse braucht, um guten Stahl herzustellen. Finally, someone talking sense. Endlich sagt mal jemand was Vernünftiges. Er hebt sein Messer und seinen halb geschälten Apfel zum Feuer. Eine dramatische Geste des Frusts. Durgan Steel wasn't just good. It was some of the best. We need the best if we're gonna keep Stalwart alive. Durgan Stahl war nicht einfach nur gut. Er war der beste Stahl überhaupt. Und nur der Beste kann Stalwart am Leben halten. Sie starrt Ulrich zornig an, während sie mit dir spricht. No one alive today has seen the White Forge, but the old stories tell that it was powerful, glowed white hot and gave off a steady, even heat, unlike any other furnace. Niemand, der heute noch lebt, hat die weiße Esse je zu Gesicht bekommen. Aber den alten Geschichten nach zufolge war sie mächtig. Sie glühte weiß und gab eine gleichmäßige Hitze ab wie kein anderer Ofen. Let better schooled folk puzzle over how the thing was built. Sie winkt ab. I just want to see it put to use. Sie winkt ab. Sollen gebildete Köpfe austüfteln, wie das Ding gebaut wurde. Ich will sie einfach nur nutzen. Erzähl mir etwas über die Pargrundzwerge. Pargrin's a word in their language. Means traveler. They've been wanderers for generations, but I couldn't tell you much more. Pargrund ist ein Wort in ihrer Sprache. Es heißt Reisender. Sie sind seit Generationen Wanderer, aber mehr kann ich dir nicht sagen. In Ordnung, hast du einen Vorschlag, wo ich anfangen soll? The battery's up the mountain to the north. A good hike away. Die Batterie liegt im Norden auf dem Berg, einen guten Fußmarsch entfernt. Sie liegt mit dem Kopf in Richtung der Steigung hinter dem Haus. Near Galvino's place, huh? In der Nähe von Galvino, ja. Ulrich sagt es mit lockerem Ton, aber Renning geht verstummt plötzlich und runzelt konsterniert die Stirn. Er grinst und zieht sein Messer wieder über den Apfel. So it is. Though I was going to suggest dealing with that ogre camp before anything. So ist es wohl, obwohl ich vorschlagen wollte, dass du dich zuerst um das Ogerlager kümmerst. Sie presst ihre dünnen Lippen eng zusammen. Wer ist Galvino? Mestre Galvino, as the old crosspatch prefers it, lives by himself and keeps the wilder and beasts at bay through sheer foulness of his temper. Sie verdreht die Augen. Mestre Galvino ist der alte Kratzbürste lieber. Er lebt allein und hält die Wilden und Bestien allein durch seine Übellaunigkeit fern. She means to say he's a skilled smith and animancer. Who's lived in the shadow of Durgan's battery for over a decade? Sie will sagen, dass er ein fähiger Schmied und Beseeler ist, der seit über einem Jahrzehnt im Schatten von Durgans Batterie lebt. Er blickt über seine Schulter zu dir und Renegild. Und nach den niedrigen Standards der Beseelung macht ihm das zu einem Fachmann, nehme ich an. Er verschränkt die Arme, also Alof. And he butters his bread on both sides and fits his left shoe before his right. But that's neither here nor there. Und er buttert sein Boot auf beiden Seiten und zieht seinen linken Schuh vor seinem rechten an, aber das tut alles nichts zur Sache. Sie verschränkt die Arme und zerknüllt die Seite in der Faust. Du wirkst plötzlich so aufgebracht. Bist du irgendwie wütend auf ihn? Me and the rest of the town. He knows better than to linger at our gates. Sie lacht kurz. Nicht nur ich, die ganze Stadt. Er weiß, dass er lieber nicht vor unsere Toren herumlungern sollte. Was ist mit Calvino passiert? Old lunatic finally went too far. And we sent word to the Valian Academies. Sie runzelt die Stirn. Sagen wir, es war eine schlechte Entscheidung seinerseits, die ihn sein Ansehen bei den Vailianischen Akademien gekostet hat. I don't like speaking on it, but if you want to get his guff,
Just remind him that we gave him the boot. Ich spreche nicht gerne darüber, aber wenn du ihn ärgern willst, erinnere ihn einfach daran, dass wir ihn rausgeworfen haben. Aha. Ain't nobody here fond of the man, but he's a clever hand and a quick study. It's a fool who thinks he stayed so close to the battery without figuring something about it. Keiner hier mag den Kerl, aber er hat geschickte Hände und lernt schnell. Nur ein Narr würde glauben, dass er so nah an der Batterie hausen könnte, ohne etwas über sie herauszufinden. You said as much to the last party, and we haven't seen hide nor hair of him since. Maybe they didn't run afoul of Baragon's ogres after all. Das hast du auch schon zur letzten Gruppe gesagt, und die haben wir seitdem nicht gesehen. Vielleicht wurden sie doch nicht von Baragon's Ogern überrumpelt. Sie hebt eine graue Augenbraue. Ulrich zuckt mit den Schultern und wendet sich wieder dem Feuer zu. Just watch your step. Galvino's place is a ways east of the battery, and folk who pass it bring unsettling tales. Sie schüttelt den Kopf, aber sei vorsichtig, wenn du losziehst. Galvino haust etwas östlich der Batterie. Ich traue dem Kerl zu, seinen Rasen mit Fallen zu übersehen, aus purer Gehässigkeit.